Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und mache auch als Rechtsanwalt Strafrecht, soweit das im Arbeitsrecht dort irgendwie in Bezug steht. Heute im heutigen Videoblog geht es um das Thema Mindestlohn für Kellner und Restaurantmitarbeiter. Inwieweit ist eigentlich zulässig, eine Trinkgeldkasse zu bilden und davon dann den Mindestlohn aufzustocken? Zunächst einmal muss im Restaurant der Mindestlohn gezahlt werden. Für jede Arbeitszeit, für jede Stunde muss der Mindestlohn gezahlt werden. Es ist absolut unzulässig, einen Lohn zu vereinbaren, der unter dem Mindestlohn liegt und dann zu sagen, ihr kriegt ja aus der Trinkgeldkasse irgendwie noch Trinkgeld, wenn, Klammer auf, wenn da genug drin ist oder nicht. Das ist für den Arbeitgeber sehr, sehr riskant, wenn er das macht. Insbesondere auch muss man sich darauf nicht einlassen, wenn es früher immer so war, dass die Trinkgeldkasse zusätzlich zum Lohn sozusagen aufgeteilt wurde, beziehungsweise wenn man jetzt als Kellner sogar selbst persönlich ein bestimmtes Trinkgeld verdient hat. Was natürlich auch nicht zulässig ist im Gastrobereich viel gemacht wird, ist, dass hier irgendwie 450-Euro-Jobs vereinbart werden und dann parallel noch schwarz gearbeitet wird. Das ist für den Arbeitgeber extrem riskant. Hier kommen gerade im Ordnungswidrigkeitenverfahren, selbst wenn kein Vorsatz nachgewiesen werden kann, also wenn dem Arbeitgeber Vorsatz nachgewiesen werden kann, dann muss er sogar ein Strafverfahren befürchten, aber selbst ohne Vorsatz im Ordnungswidrigkeitenverfahren kommen hier schnell sehr, sehr hohe Summen zusammen, die ein Vielfaches der Differenzen des zu wenig gezahlten Mindestlohns betragen. Das lohnt sich also auch wirtschaftlich in keinster Weise. Man kann nur hoffen dann, wenn man es als Arbeitgeber macht, dass die Arbeitnehmer die Füße stillhalten. Die Arbeitnehmer können aber auch über die Hotline, Mindestlohn-Hotline und so weiter anonyme Anzeigen machen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr riskantes Vorgehen. Arbeitnehmer, die davon betroffen sind, können sich melden, genauso auch Arbeitgeber, wo jetzt Strafverfolgung drohen. In beiden Fällen ist es sinnvoll, zunächst immer erstmal eine Beratung zu machen und zu überlegen, wie man dann im nächsten Schritt weitergeht. Arbeitnehmern würde ich nicht raten, hier übereilt den Arbeitgeber anzuzeigen. Das muss vorher abgesprochen werden. Das kann sonst auch eine Kündigung nach sich ziehen. Arbeitgebern wiederum in dem Moment, wo es Vorwürfe gibt, schweigen und sofort den Anwalt aufsuchen. Danke. Tschüss.